So, schönen guten Morgen, die Harry-Gemeinde, 7.30 Uhr, die Sonne ist schon da, vielleicht noch ein bisschen hinter den Wolken. Wie gesagt, heute kommt das Video direkt von der Dachterrasse, wird wahrscheinlich auch nicht ganz so lang werden. Das ist der Überblick, sage ich mal, kommt drauf an, wo man ist auf der Dachterrasse. Also machen wir mal den Zoom ein bisschen weg. Wir haben heute den 12.03.2024. Habe einen wunderbaren Blick heute auch in die Berge. Bin mal gespannt. Ich hole nachher das Auto, wir fahren dann erstmal in die Rumfabrik, dann wollen wir an den Balkon des Dingsquerens, hier von Gran Canaria. Hoffe, dass wir bei so einem klaren Wetter nach den River, nach den Telde gucken können. Ja, ich finde, meine Meinung wiederum ist, der Plaza hier ist ein Schandfleck. Das sind zwar mittlerweile wieder zwei, drei Dinge tagsüber zu sehen und offen. Aber da ist nichts los. Aktuelle Temperatur 15 Grad. Heute sind es zwischen 22 und 24 Grad, wenn erwartet. So, Maritim Playa kann man auch wunderbar hingucken. Der Roland Christ hat ja auch in seinem Videokanal gesagt, zu den dünnen Verwehungen über die Promenade. Jeder Tourist sollte einen Eimer schon mitnehmen und soll es wegschaffen. Weiß nicht, wie ernst er das gemeint hat. Aber bei den Touristenzahlen hier momentan, wie gesagt, die Insel ist meines Wissens ausgebucht. Ist auch eine Möglichkeit. Weiß nicht, den Videokanal vom Roland Christ. Und der Martin von der Machbar, das sind meiner Meinung nach mit dem Harry die drei Interessanten hier. Meiner Meinung nach die drei Interessanten hier. So, ich habe gerade den Hotelmanager gesehen. Der macht seine Runde. Ich darf also so ein bisschen was filmen hier. Soll halt eben keine Leute mitfilmen. Wie gesagt, das Hotel, meiner Meinung nach, hat einen sehr schönen Ausblick über Playa de Ingles. Ja, der, wo es kennt, weiß es. Der, wo es nicht kennt, denkt wahrscheinlich, oh Gott, was eine Bettenburg. Aber dem ist so. Wie gesagt, die Dachterrasse zeichnet das Hotel schon ein bisschen aus. Das ist schön hier. Hier kann man ab, ich glaube, ab 10 Uhr morgens bis 24 Uhr ist sie offen. Jetzt mache ich doch mal ein bisschen inoffizielle Werbung. Sweet Hotel Playa de Ingles. Und ich gehe jetzt auch noch mal ans Ende der Dachterrasse. Also hier oben sind Liegen hinter einer Glaswand. Und zwei, drei Jacuzzis. Da liegt man, auch wenn es mal ein bisschen windiger ist, schön geschützt vor dem Wind. So, und jetzt mache ich mal einen kurzen Rundumblick. So, runter bis an die Dünen. So, da laufen wir immer. Das mal ruhig zu halten. Das Anexodos. Ist halt eben schon ein schöner Ausblick. Das ist wirklich so von hier oben. So. Sonnenaufgang war 7.14 Uhr, Sonnenuntergang 19.09 Uhr.
Es sind heute Sonnenstunden 12 gemeldet. Gestern waren es nur 7. Es war gestern Mittag richtig frisch geworden, bewölkt. Aber dann ist, glaube ich, alles weggezogen. Niedrigwasser 7.45 Uhr, also in ein paar Minuten. Hochwasser soll dann wieder um 14 Uhr sein. Wie gesagt, der Ausblick auf die Dünen, nochmal Richtung Sonne und St. Augustin. Und ich kann ja mal den Appell starten, alle. Nehmt euch ein Eimerchen mit und bringt ein bisschen Sand in die Dünen zurück von der Promenade. So wie das der Roland Christ vom Maritim Playa gefordert hat. Oder ein Teelöffel, so irgendwas. Es war auf jeden Fall ganz interessant. So, mehr gibt's vorerst mal nicht. Ich muss mal gucken, wenn's passt, kann ich euch noch nicht versprechen. Mache ich vielleicht noch ein Video von der Rumfabrik und oder von dem Aussichtsturm Mirador, Balkon, der Mirador, wie das Ding heißt. Was ist denn das? Das sieht da auch. Ich kann da bis zu der Radarstation ist das, glaube ich. Oh, entschuldigt, dass das ein bisschen wackelt, aber ich habe jetzt 20-fach gezoomt darüber. Also das Wetter ist eigentlich für den Balkon ideal. Da kann man wahrscheinlich den Telde sehen, hoffe ich doch mal. Achtung. Rup. Es wird überall sauber gemacht, geputzt. Ist das Rio Hotel? Ja. Also wirklich der Ausblick von hier oben ist schon schön. Ist ja auch eins der mit den ältesten Hotels. Das ist ja schon mal komplett durchrenoviert worden. Ich weiß es nicht. Müsste ich unten noch mal gucken. Irgendwo habe ich es mal gesehen. Ist beinahe so alt wie das Maritim Playa. Ist so für eins der älteren Hotels. Aber sehr, meiner Meinung nach, sehr guten Schuss gehalten. Ich denke, es gibt ganz viele, die waren hier, die Bilder, die verschiedenen Hotels, wo es hier gibt, Erinnerungen mehr oder weniger haben. Wenn ich dran denke, so die Zeit vom Choi, wo da drüben war, die Zeit, wo unten im Maritim Playa die Musikkneipe noch drin war, das Pascha. Und halt eben das Nachtleben in der Kaspar, da war ich noch etliches jünger und war eine Zeit, wo ich nicht vermissen möchte. Aber für die heutige Jugend, wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, mache ist hier nicht viel oder relativ wenig gemacht. Jetzt gucke ich dann nochmal über das Maritim drüber in die Berge rein. Da hängt noch eine schöne dunkle Wolke. Oh. Wie gesagt, da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Aber es ist heute schön klar. Und so. Ihr Lieben, mehr gibt's heute nicht. Der Rest folgt morgen oder die Tage, je nachdem, wie ich Lust habe. Bis dann. Ciao.